Damit ein Hello there und herzlich willkommen zu einem weiteren Developer-Update-Video. Am Donnerstag ist es soweit, das Event kommt und Update 2.1. Und Crytek macht ja immer noch vorher ein Video, wo sie nochmal ein bisschen uns zeigen, was uns so erwarten wird, bevor wir dann die Patchnotes auch lesen können, wo wir nochmal alles dann genau nachlesen können und noch mehr, weil komplett alles zeigen sie ja nie, beziehungsweise sowas wie Bugfixes und sowas und kleinere Änderungen stehen ja dann nur in den Patchnotes, aber werden nicht hier in solchen Videos gezeigt. Aber in diesem Event wird sich einiges tun und in diesem Update. Wir erhalten einen neuen Modus, wir erhalten neue Waffen und wir hätten neue Packs mit ganz neuen Fähigkeiten. Und genau diese werden eben in diesem Video vorgestellt. Ich habe das Video tatsächlich schon gesehen. Ich weiß schon, was uns da erwarten wird. Und ich kann schon mal sagen, dass es ein paar Sachen gibt, die mir nicht so gefallen oder die ich sehr komisch finde. Aber es gibt auch einige Sachen, die mir auf jeden Fall gefallen und auch ein bisschen Hoffnung bereiten, dass bald einige Probleme verbessert werden. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Wir ziehen uns das Video gemeinsam rein. Ich versuche, mich möglichst kurz zu halten, aber es wird einiges gezeigt, deswegen könnte sein, dass es ein etwas längeres Video wird. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Hello, I'm Dennis Schwartz, Design Director for Hand Showdown 1896. First off, I want to thank you all for your continued support and patience since the launch of 1896. We know the journey hasn't been without its bumps and we truly appreciate your understanding as we work through the challenges. Your feedback has been invaluable and we are excited to share the improvements and new content we've been working on. Ja, der Launch von 1896 war auf jeden Fall nicht so reibungslos. Es gab schon einige Probleme. Falls ihr mein Video gesehen habt, meine Meinung zu Hand Showdown 1896, wisst ihr, dass ich auch in einigen Hinsichten sehr enttäuscht bin. Ich habe mir viel erhofft, viele Sachen wurden versprochen, viele wurden nicht eingehalten. Sachen, die vorher gut waren, wurden einfach schlechter gemacht. Sachen, die, wo es keinen Grund gab, sie zu ändern, wurden geändert. Und naja, es wurden auch einige Sachen verbessert. Das Update hatte auch sehr viele gute Seiten, aber naja, ich habe mir mehr erhofft. Nun aber wird hoffentlich wieder einiges besser. Hoffentlich gäbe es auch einige Bugfixes, ohne dass wir noch 100.000 neue dazukommen. Aber gut, gehen wir mal rein ins Event. Was erwartet uns im neuen Event Harvest of Ghosts? Wir sehen schon mal ein paar Skins. Let's dive right into the next big thing, the Harvest of Ghosts Event. Running from October 16th to November 25th. This event brings back some of your favorite packs, the Wilderness and Smugglers. The Wilderness Pact gab es schon im letzten Event das erste Mal und kommt direkt wieder. Der Smugglers Pack, den kennen vielleicht nicht so viele von euch, den gab es das erste und letzte Mal vor über einem Jahr, nämlich beim Tide of Shadows Event, wo auch Roger und der Regen ins Spiel kamen. Und der Pack war damals ziemlich cool, ich mochte den. Ich weiß ja schon, was an dem geändert wird, also der kommt nicht so zurück, wie er damals war, aber gut, das werden wir gleich sehen. Ich freue mich aber, dass er an sich wiederkommt. Alongside the all new Pact of Omens. Und natürlich der neue Pact of Omens. Ja, gut, ihr werdet gleich meine Meinung zu dem erfahren. Each pact offers a unique playstyle and powerful traits, but it's new dark side powers that really stand out. First up, we're introducing Blast Sense. When used with a Pact of Omens, Blast Sense reveals the origin of nearby gunshots and explosions in dark side, helping you to locate enemies from a distance. Und ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich finde diesen Schild unglaublich beschissen. I'm sorry, ich finde den so kacke. Also ich weiß wirklich nicht, wofür man, also ich habe das hier. Das hier. Das hier ist mein Blast Sense. Ich höre, von wo Schüsse und sowas kommen. Ich muss dafür nicht in Darkseid gehen, um das dann zu sehen. Ich weiß nicht ganz, wofür das ist. Ich kann mir vorstellen, dass es für Konsolenspieler vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn man mit Fernsehlautsprechern spielt. Wobei man halt nicht mit Fernsehlautsprechern spielen sollte. Oder an sich nicht mit Lautsprechern. Das sollte man mit Kopfhörern spielen. Sonst bist du sehr krass im Nachteil. I guess es ist gut für Anfänger, wo die halt noch nicht so ganz checken, wie das Game funktioniert oder so. Ich weiß es nicht. Die Idee klingt auf Papier cool, aber Hand hat so gute Audio, auch wenn die teilweise auch ein paar Schwächen hat. Aber was das angeht, wenn ich einen Schuss höre, dann drehe ich mich in die ungefähre Richtung und ich habe eine ziemlich gute Idee von wo der kam und meistens folgt danach noch einer und dann weiß ich es eh, dann bin ich mir sicher, von wo genau der kam. Ich weiß auch nicht, was hier die Range ist. Komischer Trade, aber gut. Naja, machen wir weiter. Aber Blast Sense finde ich ein ganz, ganz
komischer Trade und ich werde versuchen, die zu benutzen, aber ich glaube, ich werde Todeskacke finden. Ungefähr. Ich habe aber auch beim Desolation's Wake Event habe ich Rival Dragon Breath, die Mako und noch irgendwas, was ich vergessen habe, habe ich gesagt, warum soll ich zu benutzen? Das ist doch kacke. Ich mag alle Sachen, die ich zuerst gated habe, deswegen. Hey, vielleicht hat es doch irgendwie einen Vorteil, den ich noch nicht check, aber so wie ich es hier sehe und wie es beschrieben wird, klingt es für mich einfach nach einem Waste. Ich wüsste nicht, warum ich das benutzen soll. Last Dance reveals the origin of nearby gunshots and explosions in Darkseid, helping you to locate enemies from a distance. On top of that, we've got a conditional effect for Pain Sense, our new reimagination of Poison Sense, which now highlights enemies who are bleeding, set on fire or poisoned. For the Pact of Omens, it also highlights enemies who are out of stamina. So, und das ist interessant. Poison Sense wird zu Pain Sense und funktioniert eben nicht mehr nur noch mit Gift, sondern auch mit Feuer und Blutung. Und das ist eine Sache, das ist wieder eine dieser Änderungen, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Giftmunition wurde bereits genervt in Bezug auf Emulator, schon vor dem Update von 1896, dass halt Emulator jetzt immun gegen Gift sind. Und naja, ich finde jetzt, also ich habe Poison Sense gerne benutzt, wenn ich mal Bock drauf hatte mit einer Sparks und mit Beatles, ne, oder sowas. So Poison Sparks zusammen mit einer Beatle oder irgendwie FMJ Sidearm, wo ich dann durch alles durchballern kann oder so. Aber das ist jetzt auch keine viable Taktik, also was heißt viable Taktik? Das ist schon eine viable Taktik im Sinn, aber es ist halt mehr ein Meme. Man macht es, weil es halt Spaß macht. Jetzt wird Poison in dem Sinne genervt, dass das mit Brand und mit Blutung auch geht und das finde ich ein bisschen schade. Ich meine, klar, der Unterschied ist bei Gift, dass wenn du vergiftet bist, vor allem wenn du von der Sparks vergiftet wirst oder an sich von Longmore, bist du, glaube ich, 15 Sekunden lang vergiftet und kannst nichts dagegen unternehmen. Du musst es abwarten, wenn du halt keine Gegengiftspritze hast. Wenn du Gegengiftspritze hast, ist Gift halt schon komplett nutzlos. So, das wird schon dadurch komplett gecountert. Ich weiß nicht. Es macht vielleicht in der Hinsicht Sinn, dass Leute, die ohnehin schon gerne Status-Effekte hinzufügen, das dann noch mehr nutzen können oder so. Weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen weird. Könnte cool sein. Ich meine, man kann dann auch weiter mit Poison das machen. Aber ja, ich weiß nicht. Weiß ich nicht, Leute. Weiß ich nicht. Finde ich weird. Muss ich spielen. Ich finde, es hätte auch vorher gepasst, aber gut. Und dazu halt eben der Buff für den Pact of Omens, dass man dann Hunter sieht, die halt keine Ausnahme haben. Ich habe überlegt, wofür man das nutzen könnte und das Einzige, was mir einfällt, ist, wenn du jemanden verfolgst. Wenn du von einem Trio zwei Leute gekillt hast und der andere versucht abzuhauen, versucht dich zu verstecken, irgendwie im Wald, ne, versucht irgendwie zu entkommen, der wird halt irgendwann keine Ausnahme haben, dass du ihn dann sehen kannst. So könnte man das nutzen, sodass es Sinn macht. Aber sonst ist es so ein krass situationsbedingter Trade. Weiß ich nicht. Also der Pact of Omens hat einmal Blast Sense, wo ich nicht verstehe, warum ich das nutzen sollte, weil ich Ohren habe, die funktionieren und ein Headset. Und das andere ist ein Buff für Pain Sense, was an sich schon situationsbedingt ist, mehr ein Meme-Trade ist. Und das ist der Buff. Weiß ich nicht. Es würde halt besser passen, wenn man irgendwie auch dafür sorgen kann, dass Leute halt Ausdauer verlieren. Wenn es sowas wie Ice Damage geben würde oder sowas. Dass man irgendwie die Ausdauer halt von Leuten abziehen kann. Aber so ist es so ein... Wenn der einen Ausdauerbuff hat, dann wird das nicht passieren. Dann wird er keine Ausdauer verlieren. Ganz komischer Pact. Ganz komischer Buff. Hey. Aber hey, vielleicht seht ihr irgendwann mal einen Clip, wo ich genau dadurch irgendwie klatsche oder sowas. Was weiß ich. Wir werden sehen. Aber ich find's ein bisschen weird. I mean, the Smuggler's Pact has received an... Und holy fuck, wir sind eine Minute im Video und ich rede schon 10 Minuten. Leute, es wird ein langes Video. Nice upgrade for the unique trait Gunrunner, allowing hunters to carry two large slot weapons at the same time. Greyhound is the pack. Ja, und das ist interessant. Der Trait Gunrunner, der früher anders funktioniert hat. Gunrunner war früher, als es diesen Pact gab, gab es diesen Trait auch schon. Und Gunrunner hat damals gemacht, dass man Schmuggelware, also Contraband-Waffen, entkontrabandisieren kann. Also du nimmst eine Contraband Drilling mit zum Beispiel, extractest, danach ist sie kein Contraband mehr und du kannst sie verkaufen. Plus, man lootet mehr Munition. Wenn du Long immer lootest, lootest du nicht eine Kugel oder halt zwei Kugel, je nachdem, sondern du lootest drei oder vier. Das war damals Gunrunner. Nun ist Gunrunner das alte Quartermaster. Denn falls ihr es nicht wusstet, vor 5 Jahren oder sowas hat Quartermaster genauso funktioniert. Mit Quartermaster konnte man früher zwei große Waffen mitnehmen, weil früher war es so, dass man immer eine große und eine Medium-Waffe mitnehmen konnte. Quasi das, was jetzt Quartermaster macht, war damals Standard.
Und Quartermaster hat genau das gemacht. Hier ist das Interessante, was man beachten muss, was man hier auch sieht. Der Hunter ist bereits gelevelt. Der ist Stufe 7. Der hat schon eine Mission überlebt, weil man muss diesen Trade, den kann man sich ja nicht im Menü kaufen. Du musst den an einen der Supply Points holen, so wie alle Pack-Trades. Und dementsprechend ist hier quasi der Balance. Yo, du kannst zwei große Waffen mitnehmen, aber du musst mit dem Hunter erstmal extracten. Du musst erstmal den Trade holen und extracten, um dir damit ein Loadout zu bauen. Klar, du kannst reingehen und dann halt von dem Gegner oder an sich eine herumliegende Waffe dann aufheben. Aber an sich musst du erstmal extracten, um Mosenspitzer und Crown Slugs bewusst mitnehmen zu können. Oder Zerhaftos zum Beispiel, oder zwei Nitros oder was weiß ich. Man kann damit ziemlich lustige Shit machen, zwei Bomblances. Keine Ahnung, die Möglichkeiten sind endlos. Könnte lustig sein, könnte auch ziemlicher Abfuck sein. Wir werden sehen. Aber ich finde es an sich cool, dass es so gehandelt wird. Ja, aber Leute, tut mir einen Gefallen. Spielt nicht Gunrunner und Fanning gemeinsam. Das macht nicht so viel Sinn, weil ihr werdet höchstwahrscheinlich keine Pistole haben. Aber ja, ist ein cooler Trade und bringt ein bisschen Old Hunt zurück. Weil viele Leute wollen das alte Hunt. Ne? Die sagen, oh, Hunt hat sich so verändert, ich vermisse das alte Hunt. Hier ist wieder ein Stückchen altes Hunt. Hunt has to carry two large slot weapons at the same time. Greyhound is the pact's conditional trade, applying a small speed boost on sprinting while carrying bounty in addition to its normal bonus. Das ist interessant. Also wir wussten bereits, welche Trades einen Pakt-Bonus bekommen und wir wussten eben, dass Greyhound einer dieser Trades ist. Und meine Vermutung war entweder, dass man eben irgendwie dauerhaft einen Speed-Boost bekommt bei Greyhound, was ich echt krass hätte gefunden und gar nicht geil. Was ich eher gedacht hatte, war, dass man mit Greyhound nicht mehr an Sprint-Ausdauer verliert. Ne? Wir haben ja zwei Ausdauersysteme, einmal zum Schlagen und einmal zum Sprinten. Und ich dachte halt einfach, dass Greyhound dafür sorgen wird, dass man nicht mehr an Sprint-Ausdauer verliert, was schon echt gut gewesen wäre. Aber nein, man wird einen Speed-Boost bekommen, aber nur während man ein Bounty-Token trägt. Und das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits bedeutet es, dass Bounty-Carrier einen Vorteil haben, in Fightzeit einfach, weil an sich ist man eher im Nachteil, wenn man ein Bounty-Token trägt, weil jeder sieht dich, wo du bist und du hast halt nur 5 Sekunden Warlag dafür. Das ist jetzt nicht so, also es gleicht sich nicht so gut aus. Man will eigentlich nicht unbedingt der Bounty-Carrier sein. Damit, mit so einem Speed-Boost, ist das schon ganz angenehm. Man kann im Video jetzt nicht so gut erkennen, wie schnell man ist, aber an sich, Speed-Boost ist nett. Wir haben es letztes Event mit Adrenaline gesehen, was man damit machen kann. Kann schon cool sein. Die Sache ist nur, wir sehen auch gerade, was der Hunter hier macht im Video. Er nimmt zum Extract. Du kannst einerseits eben als Bounty-Carrier besser fighten, weil du schneller bist. Du kannst aber andererseits auch als Bounty-Carrier jetzt halt dann noch sehr viel besser wegrennen und dann erst recht nicht eingeholt werden, weil du halt einfach schneller bist. Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich finde es an sich cool. Ich hoffe mal, dass nicht allzu viele Leute einfach nur vor mir wegrennen. Man muss natürlich dabei beachten, dass bei einem Trio einer natürlich kein Bounty-Token hat, deswegen wird der den Speed-Boost nicht bekommen. Das heißt, einen wird man einholen können. Mal sehen. Könnte nervig sein, könnte cool sein. Ich werde es auf jeden Fall benutzen und gespannt sein. An sich, der Pact schon mal ist halt so viel besser als der Pact of Omens. Der Pact of Omens ist für mich wirklich ein Witz. So, Gunrunner und Greyhound sind besser als die anderen Trades. I'm sorry. Aber gut, vielleicht ist der andere Pact auch wirklich eher ein Anfänger-Pact. Das kann natürlich sein. Die machen das nämlich oft so, dass ein Pact ein Anfänger-Pact ist. The Wilderness Pact is still focused largely around an evolution of Surefoot. Genau, und jetzt kommen wir zum Wilderness Pack mit Surefoot. Und Surefoot, dem hatten wir schon letztes Event und hat dafür gesorgt, dass man, du könntest Medkit benutzen und währenddessen sprinten und andere Sachen halt mit Tools machen, während du sprinten konntest, was echt richtig gut ist. Und dazu hatten Solos den Buff, dass sie noch leiser schleichen. Also wenn ein Solo mit Surefoot schleicht, ist der quasi unhörbar. Nun habe ich beim letzten Video gesagt, ich bin mir sicher, dass wenn Surefoot wieder zurückkommt, dass sie den Buff für Solos entfernen werden. Weil da haben sich nämlich echt viele Leute drüber beschwert. Und naja, mal sehen, was Credit gemacht hat. Foot that now also increases your crouch speed slightly. Also man wird mit Surefoot jetzt nun noch schneller schleichen. Das kommt nun dazu. Es bleibt so quasi wie vorher und das kommt hinzu. Quasi. Beastface bleibt genau wie vorher. Das gab es da schon seit ein paar Events, dass man halt in Tiere einfach reinlaufen kann und es passiert nichts. Beachtet aber dennoch, wenn ihr Beastface habt und im Wilderness Pack seid, löst ihr andere Soundtraps aus. Also Dosen, Flaschen, hängende Flaschen, Ketten oder tritt ihr auf den Ast. Das löst immer noch Tiere aus. Oder auch eure Schüsse. Das löst immer noch Tiere aus. Nur eure normalen Schritte nicht. Quasi, ihr könnt in die reinsprinten, das ist völlig in Ordnung, solange da kein Stock ist. Aber ja. Well, as the tried and trusted Beast Face. In Schofort wird nämlich was geändert. However, solo hunters will be happy to hear that reduced crouch noise from the last event has now moved to Lightfoot, regardless of chosen pact. Das leise Schleichen von Schofort wurde entfernt und ist nun Part von Lightfoot. Und zwar unabhängig von irgendwelchen Packs. Und so wie ich das verstehe, hat das nichts mit dem Event zu tun. Das ist jetzt permanent. Ja, also am Anfang haben sie noch gesagt, yo Leute, danke für euer Feedback, das ist super wichtig.
dann ist das Feedback, ey, Lightfoot für Solos ist viel zu stark. Das ist scheiße, dass man die Steps nicht hört. Was macht Crytek? Wir nehmen es von Surefoot und tun es zu Lightfoot. Und du musst dich mal irgendeinem Pact angehören. Okay. Sure, I guess. So kann man auch mit Feedback umgehen. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele das jetzt wirklich waren. Ich meine, eine laute Minderheit ist halt immer noch sehr laut. Ich persönlich hatte jetzt kein Problem damit. Ich habe aber auch wirklich sehr wenig Solos in meinen Lobbys. Also ich habe wirklich quasi nie Solos in meiner Lobby. Also wenn schon, bin ich der Solo. Aber ich habe schon sofort gemerkt, so dieses leise Schleichen. So, das, ich meine, ich höre meine eigenen Steps dann auch nicht. Und es ist schon krass, wie leise man sich vorbewegen kann, vor allem, wenn man auf Metall oder sowas läuft. Dass das jetzt anscheinend wirklich permanent im Spiel ist, weiß ich nicht, aber gut, wir werden sehen. Ich finde es aber wirklich interessant. Leute beschweren sich darüber und Crytek macht es halt noch besser. Aber naja, okay. Let's now move to Lightfoot, regardless of chosen pact. Kommen wir nun zu deinen Waffen. Aber nochmal kurz zu den Pacts. Pact of Omens finde ich echt scheiße. Finde ich nutzlos, aber okay. Ich werde es dann noch benutzen und mal gucken, aber an sich finde ich es scheiße. Der Smuggler Pact klingt sehr geil. Habe ich Bock drauf. Und der Wilderness Pact war auch schon im letzten Event mein Lieblingspact. Ist halt geil. Macht halt Spaß. Ist cool. Throughout the event, you'll have the opportunity to try out a range of new weapons. First up, we have the Maynard Sniper, our very first rifle that comes with the Sniper Scope by default. And the Auto 4 Shorty, which offers devastating close range firepower. Gut, wir gehen jetzt hier die ganzen Waffen durch und zwar ziemlich schnell. Wir schauen uns mal nochmal die Maynard Sniper an. Ich muss sagen, ich verstehe die Waffe nicht ganz. Ich weiß nicht ganz, welchen Platz sie einnehmen soll. Ich glaube, die ist Medium Ammo. Man sieht es hier unten, das Icon, das sieht nach Medium Ammo aus. Man hat auch 24 Schuss. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das ist eine Waffe, die kommt nur mit Sniper Scope, ist One-Shot, hat einen langen Reload, ist Medium-Ammo, macht wahrscheinlich viel Damage. Keine Ahnung, ich kann zu der Waffe echt noch nichts sagen. Ich finde, man sieht hier auch echt wenig. Ich weiß nur, dass, also, sie hört sich krass an, wenn ihr mal hinhört. Comes with Sniper Scope by default. And the Auto 4. Die hat schon Power. Wir werden sehen. Klingt interessant. Vielleicht, mal sehen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auch interessant klingt, wovon ich aber nicht begeistert bin, ist diese Waffe hier. Wir kriegen eine kleine Crown King und ich habe darauf keinen Bock. Ich finde, das ist unnötig. Haben wir nicht gebraucht. Das ist eine Waffe in einem Arsenal, die erfüllt keinen Platz, sondern ich finde, dafür hatten wir einfach nur die kleine Terminus. Die kleine Terminus hat genau diesen Platz eingenommen, eine Medium-Slot-Shotgun, die schnell schießen kann. Also neben der Rival natürlich, die Rival hat nur 2 Schüsse. Aber die Terminus braucht halt Levering. Die Crown King braucht gar nichts. Die Crown King braucht nicht mal Bullet Grabber. Die Terminus auch. Die Terminus braucht Bullet Grabber. Kann Bullet Grabber nutzen. Ne? Du fließt eine Kugel, wenn du nachlädst. Und du brauchst Levering. Für die Crown King brauchst du gar nichts. Du brauchst auch, wenn du die kleine Terminus mit Slug spielen willst, solltest du auch Iron Eye benutzen. Brauchst du für die Crown King auch nicht. Warum kriegen wir eine kleine Crown King? Ich verstehe es nicht. Vor allem sind kleine Shotguns halt wirklich gut. Ich glaube, man wird das Ding echt viel sehen. Also vor allem nach einem Event, wenn dann Gunrunner weg ist, wenn die ganzen Sweatlords Moses Sniper Spitzer zusammen mit einer Crown King Shorty Slug spielen. So, das wird halt Meta werden, ziemlich sicher. Meh. Ich weiß nicht, warum das nötig war. Bin hiervon wirklich nicht begeistert. Finde ich nicht geil. Ich werde sie natürlich benutzen, ich werde sie mal austesten, aber ich benutze die normale Crown King auch nicht viel. Wenn schon mit Flechette eigentlich. Meh. Meh. Which offers devastating like close range firepower. Next, we're introducing the Rival. Das hier allerdings mag ich sehr gerne. Die kleine Rival Mace. Ist halt ein bisschen komisch, dass man hier nicht sieht, wie die Mace-Variante, also wie halt, ne, der Ding benutzt wird. Man sieht nur, wie sie schießt, aber ich meine, die schießt halt wieder jeder andere Rival. Ist aber an Sicherheit wie die obere Mace. Freut mich total, finde ich mega geil. Ich wollte sogar genau für die Rival schon lange in der Mace-Variante. Ich bin froh, dass sie kommt. Finde ich geil, gefällt mir. Ist halt eher unspektakulär vielleicht zu den anderen Sachen, aber ich freue mich sehr drüber. Wir brauchen mehr Waffen mit stumpfen Nahkampfansatz. Mace and Centennial Pointman. These two medium-slot weapon variants. Die Pointman finde ich lustig. Will add new dimensions to your loadout option. Wir sehen hier, es ist eine Medium-Size Centennial mit einem Marksman-Scope. Super interessant, wirklich mal jetzt eine Pocket-Sniper, auch, also Pocket-Marksman, aber Marksman-Sniper ist für mich jetzt nicht so weit weg. Wir hatten vorher immer nur Dead-Eye-Varianten als Medium-Slot-Waffen. Das ist die erste Marksman-Variante und es ist eine Centennial, die hat 540 Muzzle Velocity, also mehr als genug. Mit der kann man auf jeden Fall auf Range schießen. Ja, wird halt wahrscheinlich auch eher nach dem Event dann interessanter, wenn es Gunrunner nicht mehr gibt, aber ist irgendwie cool. Mal sehen. Und ich finde den Namen lustig, Pointman, gefällt mir. For those looking for something. Und das hier ist halt das Interessanteste überhaupt eigentlich. Der Bomb Launcher. Eine kleine Bomb Lance
ohne Lance. Und nein, die funktioniert an sich genau gleich, bloß dass sie halt eben keine Melee-Waffe ist. Das Einzige, was mich hier jetzt nervt, ich will unbedingt wissen, wie schnell der Reload ist. Und was macht Crytek? Truly game-changing. The bomb launch. Sie cutten den Reload. Man sieht nicht, wie schnell sie nachlädt. Das macht mich fertig. Ich will es unbedingt wissen. Weil ich bin sehr großer Fan von den Frag Charges für die Bomblines. Mag ich unglaublich gerne. Und ich freue mich schon darauf, das zu benutzen. So eine Mako oder Lebel oder für mich ist auch Moser, wenn man will. Ich mag die Moser nicht so gern. Außer die Oberes. Zusammen mit einem Bomb Launcher. Da habe ich Bock drauf. Da habe ich Bock drauf. Oder auch die neue Carbine mit 144 Damage. Halt an sich. Der Sinn ist, taggen und eine Frag-Ladung hinterher. Kann man mit dem Bogen auch machen, hat ja auch Frag-Arrows, aber ich hasse die Frag-Arrows. Ich liebe die Frag-Charges für die Bomblines und ich hasse die Frag-Arrows. Ach, wirklich, Frag-Arrows sind schrecklich. Ich mag die überhaupt nicht. Aber das ist geil. Launcher makes its debut, along with special items. Die Wiederbelebungsbolzen, wir sehen ihn hier. Finde ich echt schön. Schön blau, gefällt mir, ist hübsch. Und das Darkside C4, von dem das wir natürlich auch schon kennen. It's actual. Each of them offer creative ways to turn the Titan any encounter adding a whole new layer of strategy to your hunts. Und der Reward Bolzen. Finde ich beides sehr interessant. Ich kann mir vorstellen, dass vor allem das Ding hier an Extracts interessant sein könnte. Schön einen Extract damit trappen. Und wir sehen halt hier, dass du musst es in der Darkside 2 Sekunden lang anschauen, schauen, was die Rage ist. Vielleicht 25 Meter, was ist auf 25 Meter? Vielleicht sind es auf 50 Meter. Ich denke aber eher 25. 2 Sekunden muss man es anschauen. Cool. Also kann man bestimmt Lustiges mitmachen. Ich glaube nicht, dass es jetzt so sonderlich stark sein wird. Ich glaube, das wird auch einfach ein lustiges Tool sein, ist jetzt wirklich ein besonders starkes, Consumable, ist kein Tool, ist ein Consumable. Ich glaube halt, dass eine Frag oder sowas immer besser ist. Ich weiß nicht, ob man die Ingame finden kann, ob man die nur mitnehmen kann, aber ist an sich lustig. Was hat er hier eigentlich gemacht? Der hat so angeschaut, oder? Ich glaube, ob man das auch irgendwie entschärfen kann oder so. Könnte ich mir vorstellen. Ich kann das so selber einfach entschärfen, aufsammeln und dann selber benutzen. A whole new layer of strategy to your hands. Und der hier, der Wiederbelebungsbolzen. Auf den wurde sich schon beschwert, auf Reddit natürlich. Aber ich muss sagen, ich check's nicht. Ich check nicht, warum man das als problematisch ansieht. Necro wurde genervt, ja. Und jetzt kommt ein Reoff-Bolzen. Ja, das macht Sinn. Denn Necromancer wurde nicht genervt wegen Teams. Necromancer wurde genervt wegen Solos. Crytek hat sich für den Weg entschieden, Necromancer so zu nerven, indem sie es zu einem Burn-Shred machen. Nicht nur die Solos leiden darunter, sondern die Teams leiden vor allem darunter. Ich finde so Solos besser. Ich spiele selbst Solo gerne und ich finde den Necro-Change so viel besser. Es ist so viel besser, weil ich habe selbst auch keinen Bock, viermal aufzustehen, nur um jedes Mal wieder abgeballert zu werden. Ich finde, so wie Necromancer jetzt für Solos funktioniert, unglaublich gut. Es ist so viel besser. Aber für Teams hasse ich es. Ist mich fuckt des Todes ab, dass ich nur einmal Necro hab. Und das Ding hier ist ein guter Kompromiss. Ja, ich kann instant meine Mates auf Range wiederbeleben. Aber theoretisch hier, wenn man sie sieht, zack, oben, das geht. Ja, klar. Aber erstens muss ich die Leiche überhaupt treffen. Es ist ja schon schwierig genug, stehende Ziele zu treffen. Du musst erstmal ein liegendes Ziel treffen. Ich weiß nicht, ob das eine Explosion ist oder so. Man sieht hier gar nichts. Man sieht einfach nur, da steht wieder auf. Ich weiß nicht, ob man direkt die Leiche treffen muss oder ob auch ein bisschen daneben schießen darf. Ich glaube, man muss die Leiche ziemlich direkt treffen. Also man hat, glaube ich, nicht so großen Spielraum. Du musst sie direkt treffen, wofür du sie auch direkt sehen musst. Du musst die Leiche sehen. Mit Necromancer kannst du durch Wände, durch Böden, durch Decken, du kannst auf 25 Meter durch alles durch wiederbeleben. Und drittens, du musst den Handcrossbow dafür mitnehmen. Du musst einen Waffenslot opfern, um den Handcrossbow mitzunehmen. Und da musst du die Hälfte seiner Munition oder von mir aus auch die gesamte Munition dafür opfern, um Wiederbelebungsbolzen mitzunehmen, die du vielleicht nicht mal nutzt, weil vielleicht kommst du gar nicht dazu. Ja, Necromancer wurde genervt und das kommt jetzt. Ja, viele Leute finden das nämlich ist ein Widerspruch, aber für mich macht das nur Sinn. Das ist nicht so, dass man das immer dabei haben wird. Es ist nicht so, dass man jetzt jedes Spiel Leute mit einem Handcrossbow sehen wird, die alle die ganze Zeit wiederbeleben. Das wird nicht passieren. Vor allem, wir sehen hier, der hat 3 Schuss. Ich weiß nicht, ob der schon was verschossen hat. Ich kann mir vorstellen, dass man einfach nur 3 Schuss hat. Hat man es nicht? Warte mal. Man sieht es ja leider nicht. Man sieht ja leider nicht, wie viel Munition man hat. Aber ich schätze, man wird auch nur 3 Bolzen haben, vielleicht maximal 4. Ja, nutzt die erstmal alle und ich weiß nicht, was deine Aufruhr ist, Leute. Ich finde das geil. Das ist super praktisch. Man kann ein bisschen mehr Support spielen. Der Handcrossbow ist an sich auch eine gute Waffe, aber halt auch eine schwierige Waffe. Es ist ein guter Kompromiss.
Ich finde, das ist ein guter Kompromiss und ich freue mich drauf. Ich werde das Ding benutzen. Ich mag den Handcrossbow und ich freue mich darauf, meine Mates aus Entfernung ins Leben wiederbeleben zu können. Ich habe da Bock drauf. Finde ich geil. Gut, soviel zum neuen Equipment. Wie gesagt, alles sehr interessant. Ich finde die kleine Crown King scheiße. Mana Zapper verstehe ich noch nicht so ganz. Und den Rest finde ich eigentlich cool. Kommen wir zum neuen Modus. Bounty Clash. Von dem wir eigentlich schon alles wissen, aber wir sehen hier nochmal ein bisschen mehr. Let's talk about something we are really excited to share with you. Bounty Clash. A brand new, limited time game mode. This mode is designed for those of you looking for quicker, more intense PvP action. Bounty Clash brings one bounty token, one compound, 12 players alone or in teams, and a 15-minute time limit for an all-out fight to the finish. You'll spawn near a randomly selected compound with a dead boss target waiting to be banished. Extraction points will be nearby and clearly marked on your compass, adding a layer of pressure as you try to balance offense and defense. Bring in your own hunters and get ready to go head-to-head in some of your favorite locations from Ammon's Gulch, and Stillwater Bay U, streamlined for this new experience. Bounty Clash will be available from October 16th to 20th, as well as every weekend from Friday to Sunday afterwards, until the end of Harvest of Ghosts. We can't wait for you to jump in and try it out. Don't forget to send us your feedback as we continue to evolve our new game mode. Ja, jetzt haben wir einen kleinen Einblick bekommen in den neuen Modus und beantwortet auch ein paar Fragen. Wir wussten ja bereits eigentlich, also die Sachen wussten wir alle bereits schon, 15 Minuten Timer, 12 Spieler, ein Compound, ein Bounty Token, wie es funktioniert, die Leiche, also die Bossleiche, die ist schon da, man kann direkt banishen, man muss auch extracten. Quasi ist es ein Arena-Modus für Hand Showdown, das immer noch halt Hand Showdown ist. So, es verliert für mich jetzt nicht so ganz die Essenz von Hand, weil man immer noch banishen muss, weil man immer noch extracten muss, aber halt komprimierter auf einen kleineren Bereich. Man sieht hier direkt, also wir haben auf jeden Fall mehrere Compounds pro Map. Wir haben hier einmal Reinhard Mill and Lumber auf Stillwater Bayou. Dann wissen wir bereits, dass Alice Farm ein Compound ist. Das ist ja auch im Hintergrund benutzt. Wo ist es denn? Hier, genau, man sieht hier Alice Farm, hat man auch in dem Trailer zu Bounty Clash gesehen, wie da gekämpft wird. Also Alice Farm und Reinhard Mill and Lumber sind auf jeden Fall zwei Trades und das sind beides meine absoluten Lieblingscompounds. Nicht nur auf Silver W, sondern an sich sind beides wirklich grandiose Compounds. Bin ich sehr froh, dass die dabei sind. Auf Ammon's Gulch, das ist Monetarius Maud, glaube ich. Ich glaube, das ist Monetarius Maud, ich bin mir ziemlich sicher. Das müsste Monetary Smart sein. Auch ein Compound, den ich sehr gerne mag. Und dazu ist es noch Deadfall Timber, glaube ich. Das müsste Deadfall Timber sein. Auch ein Compound, den ich sehr gerne mag. Ich weiß gar nicht, ob das Deadfall Timber ist, ob der so heißt. Ich habe die Namen noch nicht so ganz drauf. Ich weiß an sich, wenn ich das jetzt sehe, ich weiß, wie der Compound aussieht. Ist auch einer, den ich sehr gerne mag. Also die Compound-Auswahl, die Credit getroffen hat, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Das sind alles Compounds, die ich als sehr gelungen empfinde. Freue ich mich drauf. Klingt sehr interessant. Ich glaube aber, dass es keine Map in dem Modus geben wird, weil eben der Extract und der Banish im Kompass angezeigt wird. Ich glaube, es wird hier keine Map geben. Warum auch immer, aber ja, ist so. Wir wissen, dass es so sein wird, dass der Extract nicht so weit weg sein wird. Ne? Wir sind hier bei Raided Middle Lumber. Der Extract ist hier. Das sind vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die ganze Arena vielleicht einen Radius von 300 Metern oder sowas, kann ich mir vorstellen. Wenn überhaupt, vielleicht so 250 Meter, also ein Compound und dann halt nochmal so vielleicht 80 Meter weiter raus oder halt 100 Meter, weil das ein bisschen weiter weg aussieht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht allzu weit weg. Also man wird, es wird schon relativ kompakt sein alles. Aber ich finde, es sieht schon ganz lustig aus. Ich glaube, ich werde den Modus nicht allzu viel spielen. Ich glaube, ich werde den halt mehr zum Aufwärmen spielen, bevor es in Bounty Hunt reingeht, weil für mich bleibt Bounty Hunt der Main-Modus, auf den ich auch am meisten Spaß haben werde. Aber zum Aufwärmen ist das, glaube ich, geil, weil Quickplay kann man natürlich auch nutzen zum Aufwärmen, aber ich glaube, das wird noch geiler sein, weil da kann man direkt sein Loadout mit reinnehmen und man hat da direkt PvP. Mal sehen. Könnte cool sein. Ich bin gespannt. Genau, und man nimmt auch eben seinen eigenen Hunter mit rein, ne? Das darf man nicht vergessen. Und es funktioniert auch so, dass wenn man halt mit einem Hunter in Bounty Hunt reingegangen ist, zum Beispiel sich Gunrunner geholt hat und zwei große Waffen mitzunehmen, du kannst diesen Hunter dann mit in diesen Modus mit reinnehmen und hast da dann auch den Trade Gunrunner. Oder ich weiß nicht, ob es da Monster auch gibt, wenn du Shadow Leap hast, kannst du dich da auch rum Shadow Leapen, wenn du Shadow hast, wirst du nicht angegriffen von den Mobs, wenn es hier Mobs gibt. Ich weiß nicht, ob es da Mobs gibt. Alle Trades funktionieren da genauso. Jedes Wochenende wird es geben, während des Events. Sie testen den Modus hier aus. Wenn er gut ist, wenn er beliebt ist, wird er bleiben oder beziehungsweise wird er halt dann wiederkommen und wahrscheinlich dann auch eben permanent. Aber an sich wird es erstmal getestet. Nur am Wochenende ist er da.
Außer eben dann am Donnerstag ist die Ausnahme, da wird auch direkt am Donnerstag schon über sein, bis Sonntag. And speaking of Stillwater Bayou, for those of you who might have missed it, we've brought back this fan-favorite map with a complete visual overhaul. Es ist irgendwie komisch, dass sie Stillwater Bayou als Fan-Favorite Map bezeichnen, weil in allen Umfragen, die ich immer bisher gesehen habe, war Stillwater Bayou immer die unbeliebteste Map. Ja, keine Ahnung. Es ist halt die Classic Map, es ist halt die Oldschool Map so. Und ich mag die auch, aber ich mag alle Maps. Aber Fan-Favorite? Ah, weiß ja nicht. Ich glaub Lawson Delta ist die beliebteste Map. Stillwater Bayou Map has been fully restored and updated with enhanced visuals, lighting and textures, giving it a fresh and eerie feel while staying true to its roots. Für die, die jetzt verwirrt sind, das, was jetzt gerade gesagt wird, das ist nicht neu. Das ist schon so. Also, falls ihr euch denkt, hä, ist das nicht schon so? Ja, das ist schon so. Sie sagen es nur nochmal. Enjoy diving back into this iconic hunting ground with a whole new look. The eerie fog and revamped lighting bring a new level of tension to every mission, making every step through the bayou more dangerous than ever. Aber man hat hier gerade schon gesehen, kleinen Sneak Peek. Alongside Harvest of Ghosts, we are also re-releasing three beloved times of day. Sundown. Sundown kommt zurück. Sundown ist auch einer der Tageszeiten, wo Roger spawnen kann. Roger kann ja nicht auf MS Gulch spawnen. Die spawnt nur auf den anderen drei Maps. Und da wir gerade nur Silver W haben und nur Nacht haben, wo sie spawnen kann, ist sie gerade sehr, 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 sehr selten. Sundown ist aber auch eine Tageszeit, wo sie spawnen kann. Das heißt, wir kriegen eine weitere. Und wir sehen es hier schon in den Untertiteln. Der Nebel kommt auch zurück. Das heißt, wir werden wieder drei Tageszeiten haben, wo Roger spawnen kann. Im Stillwater Bayou, was mich sehr freut, weil ich sehe die Krokodildame viel zu selten. Wir sehen aber auch hier eben, Sundown kommt nicht nur zurück zu Stillwater Bayou, sondern eben auch zu Mammoth's Gulch. Wir sehen hier Mammoth's Gulch. Da kommt jetzt eben auch Sundown dazu. Sieht sie hübsch aus. Sunset kommt auch dazu. Übrigens, für die, die sich fragen, was ist der Unterschied zwischen Sundown und Sunset? Bei Sundown ist die Sonne bereits untergegangen und bei Sunset ist sie gerade am Untergehen. Deswegen hier dieser orangene Himmel. Bei Sunset zum Beispiel kann nicht Roger spawnen. Ist eben noch ein bisschen heller, aber auch sehr, sehr schön. And foggy. Und der Nebel. Beim Nebel bin ich gespannt auf Mammoth's Gulch, weil Mammoth's Gulch hat ja wirklich sehr, sehr große Bereiche, also wo man weit gucken kann, wie es dann mit dem Nebel sein wird, wie eingeschränkt man da ist, aber es sieht cool aus. Finde ich nice, gefällt mir. These have been reworked to create an even more immersive experience. Genau, die sehen eben noch besser aus. Also, sind alle wieder da und sollen noch schöner sein. Und jetzt kommt's. Fixes und User Interface Update. Das, worauf ich mich eigentlich am meisten freue. Ich mag neuen Content, ich mag Events, aber was mir am wichtigsten ist, dass mein Spiel gut läuft und ich keine scheiß Bugs hab. Hoffen wir mal, dass es besser wird. We've made some improvements to streamline your experience, both in terms of the UI and the overall stability of the game. In our last video, we highlighted some of the upcoming improvements to the equipment flow. Also wir sehen hier, ich guck kurz meine Facecam weg, hier unten, man sieht auch die Trades unter dem Loadout. Es ist schön, dass wir das kriegen, dass wir so jetzt unser Loadout machen können. Die Sache ist nur, so hat es vorher schon funktioniert. Im alten User Interface hat es genau so funktioniert. Es war genau das. Im Grunde wird uns gerade, also das ist das, warum ich eben enttäuscht bin von diesem Update, was eben ich gemeint habe in meinem Video, meine Meinung zu Unshowdown. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Genau das ist der Grund, wieso ich enttäuscht bin. Einige in den Kommentaren haben meine Punkte nicht verstanden, haben nicht gecheckt, warum ich enttäuscht bin. Update ist gut, in vielerlei Hinsichten. Sehr viele Verbesserungen, aber es wurden einfach viele Sachen, die versprochen wurden, nicht eingehalten. Sachen, die früher besser waren, wurden schlechter gemacht. Und das ist eben eine der Sachen. Sachen, die früher funktioniert haben, wurden kaputt gemacht. Es wurden sehr viele fragwürdige Änderungen getroffen. Das ist das, was mich so kirre macht an dieser UI. Es war vorher genau so. Es war vorher besser, es wird schlechter gemacht und jetzt wird es wieder besser gemacht und das wird uns als Verbesserung verkauft. Mann, warum wurde es überhaupt schlechter? Ich hab in meinem Video sehr viel über die UI geredet. Das fasst dieses ganze Thema so gut zusammen. Bei dem User Interface kann man so gut nachvollziehen, was ich meine. Weil das betrifft nicht nur das User Interface, es betrifft auch Gameplay-Aspekte. Das hier, dieser Screen, auch wenn er ein bisschen anders aussieht, genau das hatten wir vorher. Und es kommt wieder, weil es vorher besser war. Warum wurde es überhaupt rausgenommen? Warum wurde es überhaupt schlechter gemacht? Aber schön, dass es wiederkommt. Ich freue mich. Schön. And easier to set up your hunter loadouts. We have also standardized the grid view for the recruit screen to make managing recruits simple and more intuitive. This includes. Das ist auch eine Sache. Dieser grid view, falls ihr es nicht wusstet, den gibt's schon in der UI in der neuen. Der ist schon da, aber der ist nicht standardmäßig. Standardmäßig ist dieses Beschissene, dass die Hunter
aufgelistet werden von links nach rechts, wo man zur Seite scrollen muss. Also unabhängig davon, warum das überhaupt eine Sache ist, weil das braucht kein Mensch, das ist einfach unnütz und sieht scheiße aus und ist unpraktisch. Warum war nicht das von Anfang an Standard, dass das so aussieht? Warum mussten wir darauf warten? Die haben monatelang Zeit gemacht, das User-Interface zu verbessern und dann baut man sowas ein, aber es ist nicht standardisiert. Warum nicht? Ach, ich bin froh, dass es jetzt besser wird, aber mich nervt, dass es überhaupt besser werden muss, weil es hätte direkt von Anfang an so sein können. Additional entries for recruiting free and all hunters with just one click. Charms have been reverted to their previous functionality and can now be placed on any number of weapons once again. Auch eine Sache. Mit dem großen Update konnte man einen Charm halt immer nur auf eine Waffe platzieren. Also hier dieser Charm, den man jetzt hier sieht, wenn ich den jetzt auf diese Waffe platziert habe, hatte ich den nur auf diese Waffe. Von allen anderen Waffen wurde der gelöscht. Vorher konnte ich diesen Charm auf alle Waffen gleichzeitig haben. Das wird jetzt auch wieder rückgängig gemacht. Aber warum haben die das überhaupt gemacht? Warum ist es überhaupt so passiert, dass man so nur auf eine Waffe machen kann? Sachen, die vorher gepasst haben, wurden schlechter gemacht und jetzt werden sie wieder rückgängig gemacht und es wird uns als Verbesserung verkauft. Das nervt mich. Ich komme mir verarscht vor. Happens once again. Additionally, we have tackled numerous bugs to improve stability and overall performance. For a full breakdown of what's been... Das ist, was ich hören will. Bugs, die bekämpft werden und Performance, die verbessert wird, weil auch eine Sache, uns wurde gesagt, hier Leute, durch das Engine-Upgrade, die Performance wird besser werden. Ja, die Specs gehen hoch, ihr werdet, euer PC reicht vielleicht nicht mehr aus, alte Konsolen werden nicht mehr unterstützt. Dafür wird es halt dann besser laufen auf den neuen Konsolen. Pustekuchen, es läuft schlechter. Gut, okay, für die Konsolen kann ich nicht reden, aber Leute mit High-End-Geräten haben Probleme mit dem Spiel. Leute mit einer 3080, mit einer 4060, mit neuen Prozessoren, mit was weiß ich alles, haben Probleme mit der Performance, die sie vorher nicht hatten. Es hieß eigentlich, dass es besser werden soll. Deswegen war ich enttäuscht und bin es auch immer noch, aber ich hoffe, dass es jetzt endlich mal in den Griff kriegen und es besser wird. Wäre schön. Gut, damit haben wir das Video beendet. Dennis bedankt sich jetzt noch und sowas. Das müssen wir uns nicht anhören. Ein schöner Mann. Ich küsse ihn. Um das Ganze zusammenzufassen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf das, was uns erwarten wird. Ich bin gespannt auf den neuen Modus. Ich bin gespannt auf die Packs. Ich bin gespannt auf die neuen Waffen. Ich bin sehr gespannt auf die Wiederbelebungsbolzen. Und vor allem bin ich aber gespannt auf die Bugfixes und auf die Performance-Verbesserung, weil ich hoffe wirklich, dass es besser wird. Und auf die UI-Verbesserung bin ich auch gespannt. Ich bin zufrieden an sich mit dem Spiel und die haben wirklich gute Sachen mit dem Update eingefügt, aber es wird so überschattet von so vielen Problemen und Kleinigkeiten teilweise, aber das sind so viele Kleinigkeiten, wo man sich einfach nur fragt, was ist passiert? Was ging schief? Ich hoffe, dass jetzt das einfach wieder, dass das jetzt alles aufgeräumt wird. Wäre schön. Ich habe gehofft, dass Hunt mit dem großen Update ordentlich wachsen wird. Ist es leider nicht wirklich. Vielleicht auch Konsolen, das könnte sein, das weiß ich nicht. Die Zahlen damals waren auf jeden Fall hoch. Wir hatten ja 100k gleichzeitige Spieler auf allen Plattformen verteilt. 40.000 waren davon. Ich glaube, der Player-Peak war auf PC war tatsächlich bei... War er bei 60k? Ich schaue schnell nach. Ja, der Player-Peak war bei 59.968 auf PC. Und ich glaube, der Player-Peak auf allen Plattformen verteilt war bei 100.000. Ja, genau. 100.000 gleichzeitige Spiele auf allen Plattformen. 60.000 waren davon auf Steam, also auf PC. 40.000 waren davon auf beiden Konsolen verteilt. Naja, und von denen sind nicht allzu viele da geblieben, weil... Schreckliche UI, Performance-Probleme, Sachen auch wie die Brandgeschwindigkeit, die höchstwahrscheinlich immer noch nicht geändert wurden, wo so viele sagen, ey, ändert bitte wieder die Brandgeschwindigkeit von Leichen eben, weil die so maßlos overtuned ist. Es sind so viele Sachen, die einfach immer nur stimmen und weiterhin aufgenommen werden müssen. Das Spiel hätte wirklich einen enormen Wachstum haben können, wenn nicht so unglaublich viele fragwürdige Entscheidungen getroffen wurden. Aber naja, so ist es halt. Ich bin da noch gespannt. Ich hoffe, dass es weiterhin gut mit Hand geht. Ich liebe dieses Spiel und es ist meine absolute Leidenschaft. Deswegen mache ich überhaupt auch diese Videos hier. Deswegen habe ich überhaupt einen YouTube-Kanal gemacht, um Handschauen-Videos zu machen. Ich liebe dieses Spiel und ich möchte, dass es weiter wächst und ich möchte nicht, dass es ruiniert wird von fragwürdigen Entscheidungen und Bugs und Performance-Problemen. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass alles besser wird. Ich werde jetzt das Video beenden. Ich rede bereits 50 Minuten zu einem 5-Minuten-Video. Mal sehen, wie ich das runterschneiden werde. Vielleicht kann ich so 40 Minuten runterschneiden. Wir werden sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ihr kennt das Ganze. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.